Hallöchen, liebe Subsistence-Fans, hier auf dem Kanal von PvP. Okay, ja, weiter geht es hier in dem Spiel. Und heute kommt eine lose Folge mit allen möglichen Sachen, die mir gerade mal so ein bisschen einfallen. Und als erstes möchte ich euch nochmal hier meine Base zeigen, die ich ein bisschen erweitert habe. Und da kommen wir noch später dazu. Und da drüben sehe ich ein Bärchen und ich sehe eine Loot-Tasche, beziehungsweise ist keine Loot-Tasche im Sinne einer Tasche, sondern es wird wahrscheinlich sein eine Kiste, eine Holzkiste. Und in der Holzkiste werden wieder drinnen sein Nägel, Bretter oder sonstiges Zeug. Und auf diesem Weg hier müssen wir besonders aufpassen. Denn hier oben ist eine kleine Jägerbase und da kommen auch manchmal Leute hier runter und die wollen sich dann mit mir anlegen. Deswegen ist da auch immer wieder besonderes Augenmerk hier auf diesen Weg zu legen. Und da oben haben wir doch gleich schon wieder eine Tasche. Das spawnt ja heute wieder mal wie Hund. Immer gut, wenn man Munition findet. Jetzt schauen wir mal, ob wir diesen Baum hier schon mal angehackt haben oder ob ich da wieder eine Larve rausbekomme. Da unten ist nochmal Eisen. Das sollten wir auf jeden Fall erst einmal gleich mitnehmen, bevor das wieder verschwindet. Das ist also Zinkerz, wie es ausschaut. Und dann rasen wir wieder zu dem Baum hoch, denn der bleibt immer stehen. Und dann hacken wir mal ein bisschen rum. Ja, diesen kleinen Unterbrecher, den habt ihr jetzt ja auch mitbekommen. Ja, das passiert manchmal, wenn das Spiel dann automatisch speichert alle 2 Minuten. Man könnte die Automatik rausnehmen. Ich lasse sie aber jetzt wieder mal drin, denn ich habe oft genug vergessen, wenn ich zu überheblich wurde in dem Spiel, rechtzeitig zwischenzuspeichern. Und wenn man dann stirbt und hat nicht gespeichert und 2 Stunden dann für die Katz sind oder für den Mülleimer, dann freut es einen natürlich nicht. Den Baum hat man schon. Okay, da hinten ist auch noch ein Bärchen. Wir brauchen aber keine Saubären. So, hier ist mein Kleintierstall wieder. Zurzeit habe ich 2 Hühner und einen Hasen. Level 10, Level 10 und Level 10. Okay, die können wir dann einmal schlachten. Es gibt dann besonderes gutes Fleisch. Daraus können wir dann wieder Sachen generieren. Ein gutes Menü machen. So, jetzt schauen wir mal, müssen wir was nachlegen? Am besten ja. Dazu kann ich gleich mal Folgendes sagen. Mit der Shift-Taste und der linken Maustaste können wir Brennstoff nachlegen. Genauso können wir hier einzeln anklicken mit Shift und linker Maustaste die Trinkbehälter. Dann können wir die in den Ofen rein praktizieren und dann gleich mal Brennholz nachlegen, Wasser nachlegen und dann legen wir hier auch das Zeug ab, was wir momentan nicht brauchen. Es wird immer mehr, wunderbar. Jo, dann kriegen wir das ja auch alles schön hier unter. Das brauchen wir noch, das Zeug. So, Munition, nee, das ist Schießpulver und das ist Munition. Und hier drüben legen wir mal unser Bärchen ab. Was haben wir denn hier für welche? Baumwollsamen ist gut. Die brauchen wir immer wieder. Das legen wir auch ab. Okay. So, jetzt habt ihr mal gesehen, dass man also mit der gedrückten Shift-Taste und der linken Maustaste ablegen kann. Dann öffnen wir mal unsere Truhe. Und wir könnten jetzt zum Beispiel hergehen, linke Maustaste und Shift-Taste drücken
befördert also alles rüber ins Inventar oder auch wieder zurück. Drücken wir die Shift-Taste und nehmen die rechte Maustaste, dann können wir hier einzeln die Sachen rüberziehen, so viel wie wir es brauchen. Dann können wir das wieder komplett zurücklegen, weil das brauchen wir nicht. Wir gehen jetzt nochmal raus. Oh, da haben wir doch schon wieder einen. Oh, da haben wir gleich zwei Jäger. Assassassassass. So, den haben wir erst einmal platt gemacht. Dann müssen wir schnell raus. Komm, Hühnchen, weg mit dir. Und den zweiten Jäger müssen wir uns dann auch gleich noch holen. Die haben immer so schöne Sachen dabei. Ah, daneben, hä? Ja, Sackel Zement. Oh, nachladen. Gleich mal hinterher hier. Ein Kopfschuss und das war's, aber ich blute. Hoppala. Das wollten wir nicht. Ja. Dann noch mal was in der Nähe. Aufpassen, immer Augen aufmachen. Und gleich mal looten. Ja, Fisch gibt's und Heilmittel und ah, ja, einmal frei. So. Das ging ja wieder wie das Brezelbacken. Den Wolf da unten, den lassen wir in Ruhe. Und unsere Waffe stecken wir jetzt auch wieder weg. Da oben ist wieder ein Bärchen. Okay, brauchen wir momentan nicht. So, was wollten wir machen? Wir wollten rausgehen und wollten schauen, ob unser Hasenstall genug zu essen noch hat. Wasser und Futter. Wir gönnen ihnen jetzt hier mal noch ein bisschen Futter. Wasser kriegen sie nachher. Und jetzt räumen wir erst einmal schnell ein wenig auf. Verstauen jetzt wieder alles, was da reingehört, in die Box. Okay, das gehört hier rüber. Nägel und das Zeug und das hier. Ja, oh nein, das gehört da nicht hin. Haben wir was da dafür? Nö, haben wir nicht. Gut. Dann kommt das dafür hin. Die Patronen. Und da kommt der dahin, das Grünzeug und der Fisch, den werden wir jetzt erst einmal ablegen. So, den brauchen wir momentan noch nicht. Wir müssten zwar essen, na gut. Ja, dann filetieren wir den mal. Das können wir wieder ablegen. Dann zweimal Fisch drauf machen. Wasser weglegen, siehst du, und so bist du hier beschäftigt wie der Leibscharat, ne, könnte man sagen. Mir fehlt auch noch irgendwo Wasser. Genau. Ich weiß doch, wie viel Wasser ich eigentlich habe. Ach so, ja, den Tieren wollten wir eigentlich auch Wasser geben. Müssen wir uns aber beeilen, damit unser Fleisch nicht verbrutzelt. So. Und dann müssen wir ja schon wieder Wasser holen. So, gleich mal zum Fleisch, damit es nicht verbrutzelt. Es ist halb gar, okay. Dann warten wir das bisschen noch ab, bis es gar ist. Es ist schon gar. Also rüber damit. Shift-Taste gedrückt halten, linke Maustaste. So. Ach, sollen wir es gleich essen? Ja, das wäre nicht schlecht und ein bisschen Grünzeug essen ist auch nicht schlecht. So, dann hätten wir ja eigentlich wieder genug. Und trinken werden wir auch gleich. Rüber mit der Flasche. So, was haben wir denn? Wir haben nachmittags und da hinten kommt schon wieder ein Jäger, der zum Angeln geht. Das ist der von der großen Base da hinten, die wir irgendwann platt machen wollen. Jo, so, das, was ich euch zeigen will, ist auch gleich erledigt. Ich habe nämlich wieder etwas erweitert.
Und zwar, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 Ständermodule. Auf jedem Ständermodul sind zwei Platten, sprich Solarzellen. Und ich habe jetzt 1, 2, 3, 4 Windräder hier etabliert. Und dann schauen wir uns doch mal tagsüber an, was so alles verschieden an Strom einfließt, je nach Sonnenstand und natürlich Windtätigkeit. Ja, da können wir. Nein, wir gehen nicht runter. Nein, ich habe gesagt, wir gehen nicht runter. Wir schauen mal hier rein. So, da habe ich eine kleine Hütte oben drauf gebaut. Da haben wir also dann 2, 4, 5 mal Stromspeicher. Merkt euch mal 5 Stück. Pro Stromspeicher gibt es 500 Strom zu speichern. Also 5 mal 5 ist 25, wären 2500 Strom. Und hier haben wir 1, 2, 3, 4 Massespeicher. So, dann haben wir nämlich auch unten wieder genug Platz in unserem Hütchen. Hier haben wir genug Platz. Sonst das andere Zeug nimmt alles so viel Platz weg. Gut, ich glaube zu, Affe tot. Schauen wir mal auf den Speicher. Also Stromspeicher, ne? So, wir hatten gesagt, wir hatten 5 Stromspeicher. Jeder Stromspeicher speichert 500 Kapazität an Strom. 5 mal 5 ist 25, wären es 2500. Jo, und das, was ich in einem vorhergehenden Video mal erzählt habe, dass ich also nicht weiß, warum dann hier zum Beispiel 3000 Strom steht, den ich speichern könnte, ganz klar. Denn die BKE-Einheit hier selber speichert ja auch 500 Strom. Und somit kommen wir auf diese 3000 Strom. Und so verhält sich das auch mit dem Massespeicher. Auch die BKE kann dementsprechend Masse speichern. Und das alles zusammen mit diesen 4 Speichertöpfen oben ergibt dann die Masse von 500, die gespeichert werden kann. Jo, so, der Abend bricht heran. Das heißt, wir werden jetzt mal eine kleine Pause machen, bis wir ja ganz tief in der schwarzen Nacht drinnen stecken. Und ja, dann geht es anschließend nahtlos wieder weiter. Also machen wir mal eine kleine Pause. Bis gleich, liebe Leute. Ja, Freunde, weiter geht's mit der nach der kurzen Pause. So, da drüben sehen wir ja die beleuchtete Base. Aber wichtig ist, wir sehen hier unseren Sternenhimmel. Und mit meiner Solaranlage bzw. mit meinen hier Windrädern schauen wir mal, was ich in der Nacht an Stromeingang habe, nämlich gar nichts. Ne? Ihr seht hier 1544, es wird immer weniger. Ist logisch, muss zwangsläufig so sein. Denn wir haben so gut wie gar keinen Wind und die Windräder produzieren dann dementsprechend zu wenig Strom. Es ist auch nichts eingeschaltet, außer die 3 Kühlschränke. Jeder Kühlschrank verbraucht 0,11 Strom, das heißt 0,33 wird verbraucht. So, wir machen aber jetzt einfach mal Licht an, damit wir auch ein bisschen was sehen. So, die Öfen heizen noch. Schauen wir mal, ob ich da nachlegen muss. Ja, legen wir einfach mal nach, ist ja egal. Auf jeden Fall geht es dann zumindest nicht aus. So, das Wasser ist auch fertig. Das können wir wieder aufräumen. Wunderbar. Wird ja langsam wieder voll. Jo, jetzt haben wir die 2 Lampen angemacht. Und jetzt schauen wir mal. 1514 haben wir jetzt nur noch. 12, 11, 10, ja, geht also rapide in den Keller. Jetzt werden wir natürlich hier draußen das Licht noch einschalten für die Beete. Da brauchen wir natürlich auch noch einmal insgesamt, schauen wir gerade mal, eine Lampe verbraucht 0,05
Das sind dann also 0,15 Strom, die dann noch einmal wieder flöten gehen. Und dann schauen wir noch mal auf unsere DKE-Einheit. Also das geht schön gleichmäßig nach unten. Wäre natürlich jetzt interessant zu wissen, wenn wir Sturm hätten in der Nacht, geht es dann auch so rapide nach unten oder hält es sich dann einigermaßen konstant? Jo, jetzt haben wir das einmal gesehen, wie das in der Nacht runterflutscht. Das heißt also, wenn ihr solche Sachen bei euch in eurer Base verwenden wollt, dann müsst ihr auch dementsprechend tagsüber genug Strom ansammeln, damit ihr in der Nacht damit auskommt. Nicht, dass euch dann der Kühlschrank oder die Kühlschränke ausgeschaltet werden. Wenn zu wenig Strom da ist, dann wird nämlich das ausgeschaltet. Dann gibt es hier diesen Eisrand nicht. Und dann ist es aus und dann kann euch, wenn das einen ganzen Tag lang passiert, euer Fleisch komplett verderben. Und wenn ihr seht, was ich jetzt hier momentan im Kühlschrank drinnen habe, das wäre natürlich schade, wenn das alles mit einem Schlag verderben würde. Okay, ja, dann sage ich, wir machen wieder eine Pause und schauen mal, wenn wir den Sonnenaufgang haben, wie es dann mit der Stromversorgung ausschaut. Okay, machen wir eine Pause und dann geht's gleich wieder weiter, liebe Freunde. Ja, weiter geht's. Wir schauen mal raus. Die Sonne ist noch nicht aufgegangen. Sie ist hier hinten hinter den Bergen. Dauert aber nicht lang, bis sie kommt. Wir schauen mal nach dem Wind. Der Wind ist also minimal. Das heißt, die Windräder drehen also gerade so ein bisschen. Ich hätte ja sogar noch Platz, um noch einmal ein Windrad zu etablieren. Naja gut, muss aber jetzt nicht unbedingt sein. So, nein, nicht zumachen. Sperre ich mich selber noch aus. So, jetzt schauen wir mal, obwohl wir schon leichtes Licht haben, bringen wir es schon auf 0,3 Strom Input. Wir haben 0,35 Strom Output. Es sind also momentan nur die Kühlschränke im Betrieb. Alles andere habe ich ausgeschaltet. Jetzt liegen wir schon bei 0,5 Strom Input. Ja, kann sich doch sehen lassen. Bei der geringen Lichtausbeute, die momentan möglich ist. Dann warten wir noch ein bisschen. Wir haben schon wieder Hunger. Das ist furchtbar mit dem Charakter. Was der an Essen verschlingt, das passt auf keine Kuhhaut. Essen wir mal eine Leber. Ja, da kann ich gleich mal zu den Waffen noch was dazu sagen. Ihr seht ja, der grüne Balken wird immer kleiner. Das heißt also, das Material verbraucht sich. Das Beil, das kann also zum Beispiel hier nur abgelegt werden. Man kann es nicht reparieren. Die Spitzhacke kann man auch nur ablegen, nicht reparieren. Wenn die Spitzhacke verbraucht ist, muss man sich eine neue fertigen. Beim Bogen, den kann man reparieren und die anderen Waffen auch. So, das ist also relativ einfach. Man braucht dann nur noch das nötige Material dazu, um das Zeug zu reparieren. Spitzhacke muss man komplett neu herstellen, hatte ich aber schon angesprochen. So, ich war immer der Meinung, oder ich bin der Meinung, je weiter der grüne Balken zurückgeht, das heißt also im Endeffekt, wenn er ganz bei Null wäre, dann würde die Waffe ja kaputt sein, zerstört sein. Ob man sie dann noch reparieren kann, weiß ich noch nicht. Ich will es eigentlich auch gar nicht ausprobieren, denn eine Waffe herstellen und so weit hochleveln, wie ich es bis jetzt gemacht habe, bedarf sehr vieler Ressourcen. Das muss man also nicht aufs Spiel setzen. Darum wäre ich also kurz bevor das Grüne erlöschen würde, würde ich die Waffe wieder reparieren.
Man muss also jetzt nicht unbedingt anfangen, schon bei einem Millimeter wieder neu zu die Waffe neu zu machen, also zu reparieren. Das bedarf auch wieder entsprechender Ressourcen. Ich weiß aber auch nicht, muss ich ehrlich zugeben, je kleiner der grüne Balken wird, ob die Reparatur gleich bleibt an Material, was man braucht. Also jetzt zum Beispiel 6 Zink, 2 Eisenteile von Gewehren und 2 Perlen. Oder ob sich das steigert, wenn der grüne Balken immer weniger wird. Man könnte sich es jetzt aufschreiben oder ja, notieren halt, um zu sehen, ob die Menge an Material gleich bleibt. Weil dann würde ich sagen, man repariert sie erst fast ganz zum Schluss. Beim Bogen habe ich festgestellt, dass der Bogen ungenauer wird, je mehr hier an grünen Balken wegfällt. Dass er also nicht mehr ja, kerzengrad ausschießt, sondern mal leicht nach rechts oder nach links zieht. Bei dem Gewehr habe ich es jetzt noch nicht festgestellt, wäre aber durchaus denkbar. Bei der Schrotflinte ja, kann man es vernachlässigen, wenn die leicht nach links oder nach rechts zieht. Denn mit der Schrotflinte agieren wir eigentlich nur aus kürzester Entfernung. Und da ist es egal. Gut, bei der Pistole weiß ich es nicht, die habe ich eigentlich ganz selten in Gebrauch. So, jetzt schauen wir mal raus und wir sehen einen schönen blauen See, Dunst, Wolken und wir sehen die Sonne leicht hinter den Wolken. Und jetzt schauen wir einfach mal, was bringt unsere Stromeinheit. Wir liegen jetzt momentan schon bei 0,67 Strom-Input, bei 0,35 Output. Haben wir doch sehen lassen. Und es steigert sich jetzt schon wieder ganz leicht auf 68. Oh, ich höre gerade einen Angler. Okay, ich glaube, der angelt das letzte Mal hier. Ja, der angelt das letzte Mal, siehst du. Den werden wir doch uns gleich mal seine Loottasche holen und aufpassen, dass nicht noch ein zweiter unterwegs ist. Das ist nämlich auch schon passiert. Ja, der hat genug Einzelteile wieder dabei, die man so schön braucht. Der liegt da unten und schläft jetzt im Wasser seinen Rausch aus. Weiß ich nicht, ob er einen Rausch hat. Beim Baden abgestürzt oder so ähnlich, könnte man sagen. Okay. Passt alles wieder einwandfrei. Ja, ich wollte eigentlich eine kurze Pause machen, ne? Aber wie gesagt, dann kam doch dieser liebe Mensch dazwischen. Da werden wir noch einmal Holz nachlegen. Türe zu und Holz nachlegen. Und ablegen, 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 alles ablegen, was wir nicht brauchen. Nein, das war verkehrt. Da müssen wir hin und das ablegen. Können wir das ablegen? Ach ja, das können wir auch. Na, nicht dahin. Nein. Du sollst ja in die Kiste. Dann könnten wir eigentlich auch gleich mal ein bisschen was essen. Gibt schon wieder ein bisschen Energie. Ja, und dann machen wir diese verdiente kleine Pause. Ja, weiter geht's. Und ich höre hier einen Elch gerade trappeln. Der kommt mir natürlich auch gerade recht. Machen wir mal schnell das Fenster auf. Nein, wir machen das Fenster nicht auf. Wir gehen raus. Der muss natürlich jetzt das Weite suchen, das ist ganz logisch. Aber der Elch, der käme mir genau recht, weil der hat ja 3 Sehnen, bringt er mir. Du dummes Viech, musst du jetzt abhauen. Und auch noch darüber, wo die Jäger sind. Gut, sie türken noch einmal. Du Nasenbär, du Frecker, du Elendlicher.
Er schafft Zeiten. Mode ist jetzt der Fall, seit dass der da wegrennt. Ja, ich möchte auch nicht unbedingt dann auf. Oh. Einmal reload. So, jetzt wird's lustig. Okay. Hat funktioniert, kein Jäger ist da. Dann können wir den auch ganz schnell mal ausschlachten. Ja, das war natürlich erfolgreich. Dann nehmen wir auf dem Rückweg natürlich gleich die Kiste mit. Oh, ein Reh ist auch noch da. Was ist denn heute los? Depp. So, das hätten wir auch erledigt. Heute ist ja Wildsaisoneröffnung oder wie soll man das ja nennen? Das ist ja super. So viel habe ich an einem Tag ja noch nie geschafft. Ist doch immer schön, wenn man einfach mal so zwischendrin eine Aufnahme startet. Dann ereignet sich immer so viel. Ja gut, Holz nehmen wir jetzt einmal keins mit. Das hält bloß auf. Weil wir wollten ja eigentlich ganz was anderes machen. Und wir gehen bloß einmal schnell Hände waschen. So, das Ruckeln im Spiel gefällt mir natürlich überhaupt nicht. Aber na gut, es lässt sich nur abstellen, wenn man die Automatikspeicherung rausnimmt. Aber das hatte ich, glaube ich, schon einmal angesprochen. So, die Tasche nehmen wir natürlich auch gleich noch mit. Also das war ja ohne viel Aufwand ein schon fast super Loot-Tag. Ja, da oben ist ein Bärchen. Gut, mit dem wollen wir aber nichts. Sondern wir wollen ja eigentlich ganz was anderes machen. So, das haben wir gesagt. Die Sonne steht fast im Zenit oben. Das heißt, wir haben also fast Süden. Dass die Sonne im Süden steht, Wind ist, naja, nicht recht mächtig. So, und jetzt schauen wir mal, was unsere Voltaikanlage bringt. Die Zeiger könnten sie noch animieren, dass sie sich bewegen. Wir liegen bei 1,07 Input und haben immer noch 0,35 Output. Ja, das ist doch eine feine Sache. So, und gut. Wir haben etwas bewölkten Himmel. Das macht auch noch etwas aus. Ich hatte es nämlich schon einmal beobachtet, dass wenn die Sonne durch Wolken verdeckt wird, die Leistung der Solarpanel etwas nachlässt. Das habe ich also auch schon herausgefunden. Okay, das für euch zur Info. Und dann machen wir einfach nochmal eine Pause für euch, damit es nicht so lange wird. Ja, jetzt habe ich schnell die Pause unterbrochen, weil es ist da schon wieder ein Rehchen da. Da habe ich natürlich zu lang gezögert. Das war natürlich dumm von mir. Müssen wir es halt so machen. Ruckzuck. Gleich wieder zwei wunderbare Tiere erledigt. Ja, und die Geweihe brauchten wir natürlich ja auch. Da beißt die Maus leider Gottes keinen Faden ab, sonst würde ich ja diese Rehe nicht unbedingt schießen wegen dem Fleisch. Das wäre ein Schmarrn. Da habe ich genug Wölfe und Bären. Ja, die Wölfe
kann man gar nicht ausrotten. Die wachsen wie Ungeziefer nach, genauso wie die Beeren. Können wir noch ein wenig Holz mitnehmen. So, das ist jetzt mal so ein Arbeitstag hier an der Base, in der Base, mit der Base. Ihr seht, man hat also wirklich alle Hände voll zu tun. Und jetzt schauen wir doch mal, wir haben jetzt Nachmittag. Also ich würde sagen, es dauert nicht mehr allzu lange, bis es dämmerig wird. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie lang ein Tag dauert. Es könnten 10 Minuten sein oder vielleicht etwas länger. Und die Nacht, glaube ich, geht so um die 5 Minuten. Ist da draußen eine Kiste? Sehe ich richtig, dass ich da eine Kiste sehe? Ups, raus, weg, ihr Hasen, ihr Hunde, ihr Hähne, Hennen. Habe ich jetzt da eine Kiste gesehen? Ja, ich habe eine Kiste gesehen. Das noch mitnehmen. So. Okay. Also heute geht es ja wirklich ganz toll. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also so viel Loot. Innerhalb weniger Zeit. Bei einem Durchgang, also das ist schon genial, also heute war es wirklich genial. Habe ich den Baum noch nicht? Okay, der hat sich schon wieder regeneriert. Ja, bei meinen Streifzügen über die Map, muss ich ganz ehrlich sagen, hat es Tage gegeben, die sind dreimal schlechter gelaufen als wie der heutige Tag. Der hat mir also zwei Jäger gebracht und dessen Loot oder deren Loot. Ich habe einen Elch bekommen, der gibt mir drei Sehnen, das ist optimal. Zwei Rehe. Ja, also was will denn der Mensch noch mehr, ne? Also wir können auf Bären und Wölfe heute verzichten, brauchen wir nicht unbedingt. Wir haben also echt genug Fleisch. Ja, und irgendwann werden wir uns doch ein Mittagessen brutzeln oder mehrere Menüs zusammen brutzeln und da lade ich euch natürlich auch wieder ein. So, jetzt schauen wir mal nach dem Sonnenstand. Pause brauchen wir keine machen, oder? Ja, doch, machen wir eine kleine Pause und schauen mal, was wir abends so an Strom noch zusammenbekommen. Also gut, kleine Pause. Ja, weiter geht's nach der Pause, gell? Nicht einschlafen. So, wir sehen die Sonne da hinten rechts, ne? Also, die Sonne geht gleich unter. Wir sehen da hinten die zwei Bergspitzen, da wird sie bald verschwinden. Und wir schauen einfach mal schnell hier nach unseren Karotten. Jawohl, die haben also auch schon fertig, ne? Habe ich fertig, leer wie Flasche. So, schnell mal einsammeln. Die anderen brauchen noch, da habe ich vorhin schon nochmal nachgeschaut gehabt. So, jetzt können wir die natürlich auch wegpacken. Und jetzt schauen wir doch einfach mal, was sagt denn unser Strom? Er ist gesunken von 1, schlag mich tot, ne? Auf 0,78 Input. Und wir haben aber Strom schon generiert für 2282,83 Strom insgesamt. Also auf die 3000 werden wir wahrscheinlich nicht ganz zusammenbringen, bis die Sonne untergeht. Das ist aber auch nicht schlimm, denn wir haben eigentlich wirklich genug Strom. Und wir könnten jetzt auch die Hälfte vom Strom mindestens abzapfen, um ja, genug Masse noch zu generieren, um 500 Masse zu generieren. Denn morgen wird ja alles wieder neu aufgeladen. Nur darf man halt dann in der Nacht nichts zusätzlich noch betreiben. Sonst könnte es dann schon wieder knapp werden mit dem Strom. Jetzt schauen wir mal.
Ja, die Sonne ist schon hinter dem Berg. Ja, schaut also sehr idyllisch aus. Sehr wunderbare Herbstfarben. Also es macht schon Spaß hier, sich das ein bisschen anzuschauen. Und man könnte also glattweg vergessen, ja, dass es hier ein Survival-Spiel ist und dass es hier um Leben und Tod geht. Es ist wirklich sehr schön animiert. Und die Sterne sieht man auch schon leicht. Und jetzt schauen wir einfach noch einmal rein. Was sagt denn unsere Stromsache hier? Wir sind jetzt schon abgefallen auf 0,33 Input. Das heißt also, ab jetzt werden wir Strom zugeben müssen aus unseren Reserven. Noch hält sich's ja ganz gut. Wir bauen natürlich nicht viel ab bei 0,33, ne? Sind also 0,02 Strom, das wir abführen müssen. Das ist nicht so schlimm. Also es passt. Sollten wir in der Nacht noch einen starken Wind dazu bekommen, ja, dann wird sich das wieder etwas aufheben. Aber die Windräder stehen momentan so gut wie still, also die produzieren mit Sicherheit keinen Strom für uns. Jo, und da sind wir jetzt bei 2306. Ja, Licht mache ich jetzt schnell mal an für euch. Mache ich schnell Licht an, damit ihr noch was seht. Und dann, ich sage jetzt erst einmal Dankeschön fürs Einschalten. Schön, dass ihr wieder da wart. Freut mich. Denkt an ein Like, an einen Kommentar. Schaut in die Videobeschreibung. Macht Werbung für meinen Kanal, wenn es euch gefallen hat. Oder zieht am besten gleich ein Abo. Es ist kostenlos und ihr seid immer informiert, was ich Neues hochlade. Vorausgesetzt, ihr macht die Glocke an. Ja. Und wenn mir wieder mal ein bisschen was einfällt, so, dann schnibbeln wir das alles so ein bisschen zusammen. Es sind auch meistens ein paar Tipps dabei oder Ratschläge vielmehr. Ob man sie dann befolgt oder nicht, ja, das bleibt ja euch überlassen. Ich möchte euch nur versuchen, das Spiel etwas näher zu bringen und dass ihr es vielleicht ein bisschen besser versteht und nicht am Anfang gleich so erhebliche Probleme habt, weil ihr gar nicht wisst, um was geht es denn da eigentlich oder was ist wichtig, was muss ich tun, was muss ich beachten. Jo, liebe Leute, in dem Sinne sage ich dann einmal Holdrio, bis zum nächsten Video. Tschüss, bye bye, arrivederci, euer PvP OK.